Der ein oder andere wird jetzt vielleicht etwas verwundert sein und die wenigsten, sind wir mal ehrlich, wird dieses Video interessieren. Normalerweise ist es so, dass jetzt von irgendwo einfliegt, welches Mathe-Thema wir heute besprechen. Das hier ist aber ein etwas anderes Video. Bereits vor einem Jahr wurde sie immer wieder unter meinen Videos gefordert. Grüße gehen in diesem Zuge raus an meine erste Klasse, die ich damals übernommen habe. Schon damals habe ich euch vertröstet mit der Aussage, wenn ich mal 1000 Abonnenten habe, dann. Auch meine jetzige Klasse habe ich mit diesem Spruch vertröstet. Grüße auch an euch. Ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass es mal so weit kommt, aber vor knapp 2 Wochen habe ich dann doch die 1000 Abonnenten geknackt. Und jetzt muss ich auch abliefern. Denn ein Mann, ein Wort. Es ist also soweit. Hier kommt sie. Nur für euch. Meine Roomtour. Fangen wir mal gleich mit dem Offensichtlichsten an. Das hier ist nicht mein echter Hintergrund. Eigentlich sieht's so aus. Eine grüne Wand, ganz viel Licht, ein Mikrofon und vor mir noch mehr Licht, mein selbstgebauter Teleprompter mit iPad und hinter der Glasscheibe natürlich die Kamera. Die versteckt sich hier und unter dem ganzen Rig natürlich, dass ich mich sehe, ein kleiner Bildschirm. So entsteht im Prinzip jedes Mr. G Education Video für diesen Kanal. Aber dieser Raum hat noch viel, viel mehr zu bieten. Um euch das aber zeigen zu können, muss ich euch erst einmal aus diesem Gestell hier befreien. So, da bin ich wieder. Etwas andere Perspektive, auf jeden Fall anderer Sound. Das fette Mikro läuft jetzt nicht mehr mit. Und damit herzlich willkommen in meinem Hobbykeller. Und das war's auch schon wieder. Hier tue ich so, als könnte ich jedes Instrument dieser Welt spielen. Und hier lasse ich es dann richtig gut klingen. Manchmal so. Manchmal aber auch so. Manchmal auch so. Und was die meisten wahrscheinlich kennen, natürlich auch so. Und natürlich schnibbel ich meine Videos auch hier. Nicht nur meine Lernvideos, sondern auch die Videos für Stark am Start und alle Videos, die ich für Mom and Dad Records gemacht habe. Wen das interessiert, der kann mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da habe ich die YouTube-Kanäle jeweils verlinkt. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Video euch irgendwie weiterhelfen konnte, aber wenn ich schon eine Roomtour gemacht habe, kann ich doch auch einfach, wie die großen YouTuber immer sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Ich verspreche euch auch, das nächste Video wird wieder ein Lernvideo. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.